Hi und Servus. Ich darf euch heute den Spectre vorstellen. Und der ist ganz schön vollgepackt mit so einigen Features, die ich euch jetzt mal zeigen werde. Wir fangen auch gleich hier vorne mal an. Was, glaube ich, als erstes auffällt, ist unsere geänderte Stoßstange. Also wir haben hier eine andere Stoßstange dran, die wir schön zweifarbig lackiert haben. Einmal in Wagenfarbe und dann natürlich noch in unserem Raptor-Lack, den wir oft an unseren Allradfahrzeugen eben dran haben. Haben hier unseren Panamericana-Grill. Und oben drüber den kleinen Haubenspoiler. So haben wir eine coolere Offroad-Optik, haben das aber natürlich auch gut geschützt, die Front. Und ja, ich denke mal, das macht schon ganz schön was her. Und wenn wir hier gleich weitergehen, haben wir auch Kotflügelverbreiterungen dran. Die sind natürlich optisch auch ein Highlight, aber die haben hauptsächlich einen anderen Sinn. Warum sind die verbaut? Einfach aus dem Grund, dass wir hier drin ein anderes Fahrwerk haben. Mit dem Fahrwerk, was hier verbaut ist, haben wir eine Höherlegung von bis zu 65 mm und haben natürlich auch noch den Vorteil, dass wir das Ganze auf 4,4 Tonnen auflasten können. Ja, und damit dann auch die entsprechenden Räder dafür reinpassen, müssen natürlich die Kotflügelverbreiterungen drauf. Wir haben hier Delta Hanma in 18 Zoll drauf mit 2,85er Bereifung. Und wie man sieht, die sitzt hier schon sehr gut drinne. Daher die Verbreiterung. Damit das ganze Paket da eben reinpasst. Ja, und wenn wir schon bei den Äußerlichkeiten, bei der Optik vom Fahrzeug sind, was natürlich auch auffällt, ist oben der Dachträger. Der Dachträger hat die Besonderheit, wir haben oben eine Dachterrasse drauf, da haben wir thermobehandelte Fichtebohlen drauf, ja, oder mehr oder weniger Terrassendielen, sage ich mal. Da kann ich mich dann oben draufstellen, wir haben dann noch eine Hängematte mit drauf. Und vorne dran natürlich sechs Lightparts, Scheinwerfer mit dem schönen X als Tagfahrlicht und natürlich auch mit der Fernscheinwerferfunktion. Hier in dem Fall haben wir jetzt die orangenen Abdeckkappen drauf, haben seitlich rundherum, was wir jetzt aktuell ausgeschaltet haben, weil es sonst leider ein bisschen blendet auf dem Video, haben wir noch pro Seite jeweils zwei Scheinwerfer. Hier vorne sehen wir einen, wir haben dort einen, haben hinten einen, an der Heckseite zwei Stück und auf der anderen Seite genauso zwei Stück. Und mit den sechs Stück habe ich eine super Umfeldbeleuchtung, mit der ich dann alles ja, beleuchten kann, wenn ich mal im Freien stehe. Und wenn wir schon dabei sind, wenn ich im Freien stehe, habe ich auch eine schöne Markise, die ist voll elektrisch, kann ich schön rein und rausfahren. Und unten drunter, was man jetzt nochmal sieht, was aktuell ein bisschen runtergedimmt ist, haben wir unsere Markisenbeleuchtung. Die dient zum einen als Regenrinne, zum anderen natürlich als Beleuchtung. Und wie schon gesagt, ich kann sie eben schön dimmen und habe dann dadurch die Möglichkeit, mir das Ganze sehr gemütlich zu machen. Wenn wir hier außen weitergehen am Fahrzeug, haben wir dann hier hinten dran unser Heckträgersystem. Das hat den Vorteil, es ist ziemlich leicht. Die Grundträgerplatten an sich wiegen nicht mal 30 Kilo. Und durch das Airline-Muster, das vollflächige, habe ich eben den Vorteil, dass ich alles Mögliche unterbringen kann. Hier in dem Fall haben wir jetzt einmal eine kleine Staubox, die wir als Werkzeugkasten nehmen würden. Da kann ich wunderbar meine Kabeltrommel reinbringen. Sonstiges Werkzeug, was ich dabei habe, vielleicht noch den einen oder anderen Unterlegklotz, den ich dabei habe. Ja, und dann oben drüber haben wir noch unser Ersatzrad untergebracht. Das brauche ich ja auch nicht allzu oft, deswegen sitzt es hier oben, weil ich eher mal an die Box dran muss. Und hier neben dran nochmal eine große Staubox, zum Beispiel für Skier, wenn ich im Wintersport unterwegs bin. Da passt mit Sicherheit auch eine Angel rein oder alles andere. Ich kann mir da auch Einlegeböden noch reinmachen und bringe da einiges an Gepäck noch unter. Und hier neben dran wäre auch noch Platz für einen Fahrradträger, damit ich mein Fahrrad noch unterbringen kann, wenn ich damit viel unterwegs bin. Ja, und wenn wir hier rundherum weitergehen, fällt dann als nächstes noch auf, hier unten drunter haben wir noch eine Unterflurbeleuchtung. Die haben wir jetzt in unserem Gelb gehalten aktuell. Die kann ich auch farblich verstellen. Ist nochmal so ein kleines Gimmick. Was man dann auch sieht, das Fahrzeug ist rundherum oder untenrum mit Unterfahrschutzen versehen. Also wir haben hinten einen am Differential. Wir haben einen eigenen Unterfahrschutz konstruiert für unseren Abwassertank. Und natürlich vorne am Motor haben wir noch einen. Der Abwassertank und auch der Frischwassertank verfügen beide über elektrische Ventile. Das heißt, wir können das elektrisch ablassen. Und beim Abwassertank ist das Ganze sogar noch kamerabasiert. Also ich kann mit einer kleinen Kamera dann eben sehen, ob ich auch wirklich genau über der Ausgussstelle drüber stehe und kann dann dementsprechend mein Abwasser ablassen. Hier hinten sieht man natürlich auch nochmal das Fahrwerk.
sehr gut. Da haben wir hinten einen Zusatzdämpfer. Ja, und wir kommen damit eben auf 4,4 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht auch noch hoch. Das heißt, in unserem Fall haben wir knapp 800 Kilo Zuladung im Fahrzeug. Und ich würde schon mal sagen, das ist echt enorm. Und natürlich ist es Offroad-gängig, sieht cool aus und wir kommen bis zu 65 mm höher. Ja, und wenn wir jetzt mal in das Fahrzeug reingehen, fällt hier am Eingang auf, also das haben wir an allen Türen, die vollautomatische Trittstufe, also die ist nicht nur an der Schiebetür, sondern auch an den vorderen beiden Türen, hat den Vorteil, das Ganze verfügt über einen Kontaktschalter und sobald ich die Tür aufmache, fährt das raus. Wenn ich die Tür schließe, fährt sie wieder ein, sodass sie nicht die ganze Zeit im Weg ist. Und ich kann sie aber immer noch manuell über einen Schalter schalten, sodass sie dann rein und raus fährt. Ja, das fällt direkt auf, wenn ich den ersten Blick ins Fahrzeug reinwerfe. Das Fahrzeug ist im Interieur komplett in Phoenix in schwarz-matt gehalten und abgesetzt ist das Ganze eben mit Eiche Rough Furnier. Das heißt, es ist ein Starkfurnier. Das ist, hat eine sehr markante Maserung. Und wenn ich das Ganze dann eben, ja, mal anfasse und berühre das Ganze und fahre mit meiner Hand über die Fläche drüber, dann merke ich auch, das fühlt sich richtig gut an. Das ist echtes Holz, das mit Klarlack versiegelt wurde. Wunderschön, schafft ein schönes Raumklima, ist eine tolle Optik und macht echt was her, glaube ich. Ja, und wenn ich jetzt mal reingehe in das Fahrzeug, haben wir hier gleich unsere bekannte Lounge. Da ist jetzt die Neuerung, der Tisch ist ein bisschen anders. Den haben wir an sich von der Größe her ähnlich gehalten, aber haben hier wieder unser Eichefurnier oben drauf. Und die Sitzgruppe haben wir ein bisschen verändert. Ich sitze jetzt hier auf einer Art Daunenkissen, sage ich jetzt mal. Da haben wir eben den Vorteil, es ist ultra bequem. Das knautscht sich ein bisschen mehr als die andere Rückenlehne. Und das Ganze ist in einem schönen Leder gehalten, was wir extra ausgesucht haben. Und so ist nicht nur die Sitzgruppe, sondern auch vorne die Fahrer- und der Beifahrersitz sind in dem Leder gehalten mit einem eigenen Steppmuster. Haben natürlich unser Logo auch in die Kopfstütze reingebracht. Und vorne das Armaturenbrett haben wir auch nicht vergessen. Das ist auch mit demselben Leder bezogen. Und als kleinen Farbakzent haben wir natürlich die Lüftungsdüsen in unserem Gelb lackiert. Die Türen haben wir natürlich auch nicht vergessen, die sind auch noch mit dabei. Ja, und wenn wir dann hier weiterkommen, fällt auch wahrscheinlich direkt das Lichtdesign ins Auge. Das Ganze ist steuerbar über das MBAC, was wir hier im Fahrzeug untergebracht haben. Ich habe eben hier mein großes Bedienpanel drin, kann darüber alles steuern, kann das vorne über das MBUX steuern und natürlich auch noch über die MBAC-App. Das ist der Vorteil. Darüber kann ich mein Licht steuern, meinen Kühlschrank, meine Heizung und so weiter und so fort. Mega praktisch, mega cool. Und wenn wir gerade schon hier vorne bei dem Schrank sind, hier oben haben wir noch ein kleines Ablagefach. Das hat zum einen ein Induktionsladefeld, zum anderen noch einen USB-Charger oder ich kann auch einfach so meine Sachen reinlegen. Und hier nebenan haben wir in dem Deckenschrank, der ist Silvi-ready. Das heißt, er ist mit Magnetmatten und mit Magnetleisten versehen, sodass ich das Silvi-Zubehör unterbringen kann. Ja, und da haben wir unsere eigene erlesene Auswahl an Zubehör drinne. Und noch als kleines Gimmick den Rhön-Buka. Der kommt von einer lokalen Destillerie und es ist die Rhöner Art, Sambuka zu machen. Den haben wir natürlich auch mit dabei, weil uns viel daran liegt, eben lokale Produkte in unseren Fahrzeugen zu haben. Von daher kommt das da eben mit rein. Da haben wir viel Wert drauf gelegt, vor allem bei dem Fahrzeug, dass wir viele deutsche, lokale oder auch bayerische Produkte mit dem Fahrzeug haben. Silvi ist jetzt beispielsweise auch eine bayerische Firma. Ja, das war uns eben auch wichtig in dem Fahrzeug. Hier geht es dann gleich weiter. Hier haben wir auch nochmal in beiden Fächern eben Zubehör untergebracht. Also hier haben wir nochmal Teller und ein paar Gläser drin. In dem zweiten Fach ist dann auch nochmal der Schrank Silvi ready dementsprechend, dass wir da ein bisschen Zubehör unterbringen können. Ja, und wenn wir hier gerade schon bei der Küche sind, erzähle ich dazu auch noch ein, zwei Takte. Hier vorne haben wir ein Induktionskochfeld, zweiflammig von Dometic. Nebendran eine schöne große Blankospüle in Schwarz. Sieht schick aus. Ich habe viel Platz, kann gut drin spülen, habe eine schöne Armatur, mit der ich dann auch gut arbeiten kann hier vorne. Haben hier oben wieder ja, ein paar Gewürze untergebracht und die Küche hat noch zwei Besonderheiten. Die erste ist, dass ich hier vorne Push to Open eine Verlängerung habe, die sich hier ausziehen lässt. Auch schön massiv, wieder aus Eiche.
Dann habe ich meine Arbeitsfläche verlängert. Und dann, wenn ich gerne den ein oder anderen Kaffee oder Espresso trinke, haben wir hinten einen Auszug untergebracht, der dann auch noch über die Höhe der Arbeitsfläche hinausfährt. Und da haben wir eine kleine Nespresso-Maschine untergebracht, haben hier nochmal Platz für zwei Espresso-Tassen, haben noch einen kleinen Spruch draufgeschrieben auf den Kapselhalter, den wir selbst gefertigt haben. Ja, und da habe ich dann alles dabei, um frühs meinen Kaffee zu genießen. Und das kann ich auch schnell wieder verschwinden lassen. Zack. Und natürlich alle Schubkästen und auch alle Staukastenklappen hier oben sind, wie man sieht, mit Softclose versehen. Wie sich das Ganze natürlich auch gehört. Fällt schön sanft zu. Also ich habe kein Klappern oder ähnliches. Schließt schön. Hochwertiger Möbelbau. Das ist das, was wir gut können. Und das wollten wir hier in dem Fahrzeug natürlich auch nochmal betonen. Und wenn wir schon dabei sind bei unserem hochwertigen Möbelbau, haben wir hier mehr oder weniger unser Highlight bei der Nasszelle. Warum ist das unser Highlight? Zum einen, was schon mal auffällt, das Ganze sieht aus wie aus einem Guss, liegt auch daran, dass das Ganze ein Formteil ist. Das heißt, wir haben bei uns auf der CMC eine Form gebaut, haben die gefräst und dann ist diese komplette vordere Stellwand in einer Vakuumpresse tiefgezogen worden. Also wir haben das Holz gebogen, um es einfach zu sagen, und haben dadurch diese besondere Form eben der Nasszelle hinbekommen. Die Tür ist dann eben hier schön eingelassen. Wenn ich die hier öffne, sehen wir auch schön mit Eiche wieder abgesetzt, damit das Ganze ja zum einen hochwertig ist, zum anderen aber auch stabil. Und wenn ich dann hier in das Bad reingehe, fällt auch gleich auf, hier ist viel Platz. Ich habe hier wieder oben einen Spiegelschrank, habe hier meine Duschbrause, die ist auch magnetisch und abnehmbar. Und dann komme ich hier eben an meinen Spiegelschrank dran. Hier kann ich noch die eine oder andere Kleinigkeit unterbringen. So, das wieder hin. Und dann haben wir hier vorne unsere Toilette untergebracht. Im Force steht die ja auf dem Grill oder auf dem Duschrost. Hier ist sie eben unten untergebracht in einem Auszug. Die packe ich jetzt mal kurz aus. Ja, und da kommt die dann raus. Jetzt natürlich noch nicht ganz ausgefahren, aber die kann ich komplett rausziehen. Der Auszug rastet dann auch ein und dann kann ich mich da schön draufsetzen und dann schiebe ich das Ganze eben wieder nach drin, setze meine Abdeckung davor und muss mir auch keine Sorgen machen. Das Ganze ist schön dicht. Wir haben das rundherum mit einer Dichtung versehen und den Rest macht dann der Duschvorhang. Ja, dann komme ich mal wieder hier raus. Hinten zum Bett haben wir auch noch die ein oder andere Kleinigkeit. Wenn ich jetzt hier eben mal hochsteige. Wir haben links und rechts jetzt unsere Stromschienen untergebracht mit den schönen kleinen Spots, die wir hier eben haben. Haben hier an der Seite in den Filz eingelassen nochmal unser Logo mit dem Berg, den Adler und den Bäumen. Und haben hier hinten, was auch im ganzen Fahrzeug verteilt ist, das Jenard Soundsystem. Also wir haben hier hinten im Bettbereich haben wir zwei Stück untergebracht. Wir haben über der Sitzgruppe einen und bei der Küche nochmal einen Lautsprecher und natürlich vorne im Fahrerhaus. Das Schöne ist, ich habe dann einen wundervollen Raumklang. Ich kann während der Fahrt meine Musik genießen, aber auch wenn ich stehe, kann ich meine Musik genießen, weil ich das Soundsystem unabhängig vom Fahrzeugradio eben einschalten kann und kann dann über Bluetooth meine Musik hier hören. Zum Bett haben wir hier wieder wie gewohnt unsere 2 Meter Liegelänge und haben hier vorne 1,45 Meter Breite und hier bei der Nasszelle 1,35 Meter Liegebreite. Das hier vorne wird eben breiter, weil wenn ich hier mit meinem Kopf liege, die Schultern, da brauche ich ein bisschen mehr Platz. Deswegen hier die etwas breitere Seite, deswegen die Küche ein bisschen vorgesetzt und hier der Bogen dementsprechend drinne, damit ich da bequem zu zweit liegen kann. Und was jetzt auch neu ist, wir haben hier oben nochmal eine Dachluke mit drinne. Also ich habe jetzt vorne und hinten jeweils eine Dachluke. Die Rahmen natürlich schön in schwarz lackiert, nochmal extra für dieses Sondermodell, damit es schön zusammenpasst. Und wir haben dann hier eine, ja, sehr schöne Optik gezaubert. Lichtdesign war uns auch wichtig. Das Ganze geht eben vom Badezimmer hier oben in die Decke über und schlängelt sich dann nach vorne. Und ich kann das komplette Licht hier eben über das MBAC oder auch über die zugehörige Handy-App steuern. Und ja, wenn mir weiß nicht gefällt, habe ich auch jede andere beliebige Farbe zur Auswahl, kann das Ganze mir dann nach Belieben anpassen, meine Beleuchtung hier drinne, kann das alles darüber steuern
und habe dann ein sehr, sehr smartes Fahrzeug. Ich würde mal sagen, das war jetzt mal ein kurzer Einblick in den Spectre und was wir hier so gezaubert haben. Ich hoffe mal, das hat euch gefallen.